Ein Schiff wird kommen. Nur leider nicht jetzt. Boah, schon wieder arschkalt. Tja, der zweite Song auf meinem Album heißt Miteinander. Das Album sollte auch mal Wellenreiter heißen, weil ich sozusagen eine psychische, seelische Welle geritten habe. Und mein Name, Flow in Immo, der Flow, der Fluss in Immo. Ich habe die letzten Jahre immer versucht, im Fluss zu bleiben. Sich einfach treiben lassen, während man gegen den Strom schwimmt. Das Miteinander habe ich versucht herauszufinden. Versuche ich bei jedem Konzert aufs Neue, wie man miteinander etwas erlebt. Der zweite Song, Miteinander, ist auch der letzte, den ich für die Platte überhaupt aufgenommen habe. Ich stelle da Dinge gegenüber. Leichter Federweißer, schwerer, reifer Wein. Es ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, wie man sich betrachtet. Das verändert sich im Laufe des Lebens. Wenn man nämlich dann doch älter wird und zurückblicken kann auf seine getroffenen Entscheidungen und gemachten Erfahrungen, dann verschiebt sich mit dem Alter auch die Perspektive. Und mit dem Alter, mit den Wiederholungen, mit jedem Tag, den du atmest, verändert sich die Perspektive auf die schon gewesenen Tage und auch auf die, die noch kommen. Sprich, nach dem Eröffner, geschlossene Gesellschaft, nach dem Gegeneinander, kommt direkt das Gegenteil, Miteinander. Die Welle kommt und nimmt mich mit. Ich hoffe, es wird ein wilder Ritt. Ich steig aufs Brett und gleite los. Die Welle kommt und nimmt mich mit. Ich hoffe, es wird ein wilder Ritt. Ich steig aufs Brett und gleite los.